Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 349. Ja, es ist Freitagmorgen und die Kinder müssen gleich in die Schule. Jetzt schauen wir mal. Die Jada ist, glaube ich, bestens präpariert. Ja, Hausaufgaben abgeschlossen und sie hat was mit Level 3, die Vampirfähigkeit. Oh, der Satoshi hat zwar seine Hausaufgaben gemacht, aber der hat noch nicht Level 4 geschafft. Und jetzt um 6:30 schafft er das auch nicht mehr. Oder stopp mal, kurz stoppen. So. Er braucht jetzt eigentlich kaum was. Er ist zwar nicht wirklich ausgeschlafen, aber wenn er das mit den Zusatzhausaufgaben stoppt und jetzt ganz schnell Vampirbuch liest, könnte er es eventuell mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit noch schaffen, wenn er sich beeilt. So, das Hausaufgabenheft, das stecken wir ihm hier mal in sein Inventar. Gut, gucken wir mal nach den kleinen Kindern. Ja, immerhin, er hat jetzt schon mal angefangen, das ist gut. Also, hier will jemand aufs Klo gehen, beziehungsweise aufs Töpfchen. Und dann müssen wir uns ein bisschen um den kümmern. Und dann haben wir noch einen Kandidaten fürs Töpfchen. So, und Josie, du könntest vielleicht dem Akira bei den Hausaufgaben helfen. Ah, jetzt ist nur noch eine Stunde. Bei den Hausaufgaben. Ja, toll. Aber im Prinzip ist das Töpfchengehen für die Kleinkinder ja wie die Hausaufgaben für die Schulkinder. Lästige Pflicht. Oh, du könntest noch mal schnell aufs Klo huschen. Ja, zacki, zacki. Husch, husch. Ja, da überlegt sie erst ewig lange. Wie weit ist denn der Satoshi jetzt schon? Oh, wo ist es? Level 2. Ja. Es wird, glaube ich, zu knapp. Aber er macht enorme Fortschritte. Das ist halt das Schöne, weil das so rasend schnell geht mit der Vampirfähigkeit. Und denen auch noch Spaß macht. Also Level 3 schafft er auf alle Fälle. Aber er braucht ja Level 4. Vielleicht, wenn er ein paar Minuten zu spät in die Schule kommt. Das ist zwar nicht so gut für die Note, aber ja, wenn er nicht Level 4 hat, dann ist es sowieso nicht gut für die Note. Insofern könnte man das riskieren. Wie geht's denn vorwärts? 55? Naja. Okay. Ja, geh du schon mal in die Schule, Jada. Das ist sehr gut. Ja, hier 85%. Er schafft es. Ich hoffe nur, dass er nicht jetzt vorher auf die Idee kommt. Doch, er geht jetzt vorher in die Schule. Nein, er soll die Schule nicht schwänzen. Na gut, Pech gehabt. Er hat sich entschlossen, in die Schule zu gehen. Und wenn ich ihn jetzt davon abhalte, geht er gar nicht in die Schule. Und er hat fast Level 4. Na gut. Wir haben es versucht. Ja, und ihr könnt natürlich fleißig lernen. Du auch, Satoshi. Dann ist es nächstes Mal umso einfacher. Ja, der wird jetzt sowieso das Wochenende noch bei uns verbringen. Und eigentlich ist es momentan egal, ob er das als Schulkind tut oder als Teenager, weil wir ja die Josie im Haus haben. Muss denn die Jenny heute arbeiten gehen? Jawohl, muss sie. Sie könnte das sogar schaffen. Jetzt gucken wir mal, ob sie Erdbeeren im Inventar hat. Nein. Bauen wir denn aktuell Erdbeeren an? Kann man schlecht erkennen.
Sieht alles so nach Drachenfrucht aus. Bisher noch keine Erdbeeren. Tja. Alles Drachenfrüchte. Ich sollte sie mal Erdbeeren und Karotten anbauen lassen. Ah, Zwiebeln, Kartoffeln und Erdbeere. Aber die sind wohl heute schon abgeerntet worden. Oh, sie ist mal wieder sehr verspielt. Ich guck mal, ob im Kühlschrank Erdbeeren sind. Vielleicht fragt ihr euch, warum soll sie denn jetzt Erdbeeren essen? Ja, sie soll Erdbeeren essen, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das nächste Baby ein Mädchen wird. Und da müssen wir aber offenbar bis morgen warten, bis hier wieder Erdbeeren dran wachsen. Wir könnten auch Samen kaufen. Können wir uns ja leisten. Wir kaufen gleich mal 3 Packungen Früchte für Einsteiger. So, und dann soll sie die aufmachen. Nein, nicht die. Da draußen ist ganz schön Wind. Die da. Öffnen. Öffnen. Und Durchschnitt ermitteln. Mach mal hart arbeiten. Samenpaket öffnen. Und öffnen. Und jetzt drücken wir mal die Daumen. Äpfel und Bananen. Und Weintrauben. Alles sehr schöne Früchte, aber keine Erdbeeren dabei. Tja. Ich glaube, ich versuche mal, sie sich beruhigen zu lassen. So. Sich beruhigen versuchen. Weil wenn sie schon so anfängt zu schielen... Jo, na, die Kleinkinder scheinen vergnügt zu sein. Das ist viel wert. Oh, da ist jemand sehr, sehr hungrig. So. Ja, warum nicht Butternut-Gnocchi? Ein Gericht nehmen. Und du nimmst dir auch was. Dann seid ihr gleich versorgt. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich vielleicht mit der Jenny in die Stadt fahre, nach San Myshuno, weil da gibt es so einen Obst- und Gemüsestand. Aber die Gefahr ist, dass dann die Kinder frühzeitig aus der Schule kommen. Also wenn man weg ist, während andere in der Schule sind, kann das leicht durcheinander kommen. Darum mache ich das jetzt besser nicht. Außerdem muss ich ja auch gleich zur Arbeit... Mal gucken. Ja, sie muss gleich zur Arbeit. Gut, sie ist bestens versorgt. Dann soll sie mal sehr selbstsicher zur Arbeit gehen. Und dann hoffen wir mal, dass sie diesmal befördert wird. Das wäre doch toll. Aha. Ja, wir haben uns mit Marco Mertens angefreundet. Er ist ziemlich cool. So. Irgendwie stehen die heute ziemlich viel nur rum. So, Jenny ist, glaube ich, fertig mit dem sich beruhigen versuchen. Wie schwanger ist sie eigentlich? Okay, erstes Trimester. Sie könnte hier ja mal ein bisschen Pop hören. Denn Pop hören hilft auch beim Mädchenkriegen. Oh, Sebastian Weißhau. Ja, wir haben uns mit Merko Martens angefreundet. Der ist ziemlich cool. Normalerweise sieht der Sebastian Weißhau nicht so aus. Das ist einer unserer Enkel. Also von Jennys Enkeln. Meine Enkel heißen nicht so. So, jetzt ab zur Arbeit. Und dann ordentlich anstrengen. Ich will eine Beförderung sehen. Zumindest wäre das richtig cool. So. Bei Boss einschmeicheln.
Möglichkeit der Stimmung beschämt. Wir machen lieber fleißig arbeiten. Das Einschmeicheln, das ist mir zu riskant. Und beschämt ist es, bringt das bestimmt keine Beförderung ein. Und ja, da braucht Spaß. Aber sie ist ziemlich gut. Und Satoshi, der ist jetzt müde. Ja, der war auch nicht so richtig ausgeschlafen. Und er würde es schaffen, wenn er den Level 4 hätte. Na gut, sollte ich nicht so schwer nehmen. So, ihr zwei Zwockel. Jetzt können wir mal nach euch schauen. Was braucht ihr denn? Ja, wahrscheinlich ein Mittagsschlaf. Und Kakashi braucht wahrscheinlich auch einen Mittagsschlaf. Jetzt gucken wir mal, was die lernen sollten. Oh, die sind schon relativ weit. Spiel du mal hier mit den Bauklötzen und studiere Formen. Und Kakashi, du kannst das Gleiche machen. Und Josie, du könntest mal den Briefkasten leeren. Die ist auch verspielt. Sehr verspielt. Und schicken wir die auch gleich mal zum Spiegel, um sich zu beruhigen. So, beruhigen. Ja, jede Menge Zeug. Aber bei ihr ist es noch halbwegs übersichtlich. Das kann man noch verkaufen, das Zeug. Bei der Jenny muss man da eine extra Runde zwischen den Folgen machen, weil das Inventar immer dermaßen überquillt. Ich verkaufe jetzt mal die ganzen Sachen, von denen sie mehrere hat. Dann lohnt sich das wenigstens. So. Ja, lauter Spielzeug. Wir können ja auch mal die Spielzeugkisten auffüllen. So. Mal gucken, wie viel da reinpasst. Tischschmuck wurde nicht geliefert. Bastel mal improvisierten Tischschmuck. Nur immerhin Leistungsverbesserung. Wenn auch klein. Na, das ist doch hier, wird dankend angenommen von der Kiste. Hier die zusätzlichen Spielsachen. Das ist gut. So. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie es der Jenny so ergeht bei der Arbeit. Die Schichten sind ja nur kurz. Sie ist noch gar nicht viel weitergekommen. Eieiei. Jenny, streng dich an. Das mit der Beförderung beim Arbeiten ist echt schwieriger als bei der Schule. Sie macht das ja jetzt schon einen Tag auf der Stufe. Hm. Es sieht für mich nicht so aus, als könnte sie das heute schaffen. Aber sie muss ja morgen und übermorgen auch noch arbeiten. Und am Montag, also ich denke mal, in dieser Arbeitsperiode könnte sie es schaffen. Da rührt sich einfach gar nichts. Und bei den Kindern? Na, sie hat es schon geschafft. Sie ist allerdings sehr angespannt. Da müssen wir vielleicht ihre Stimmung verbessern, bevor wir sie Geburtstag feiern lassen. Tja, und der Satoshi hätte es tatsächlich geschafft, wenn er den Level 4 hätte. Tja, und da hat er 85% von. Sehr gut. Also, ja, da. Aber ich glaube, an sehr angespannt kann man nicht sterben. Dann könnten wir doch Geburtstag feiern. So. Öffnen. Geburtstagstorte. Oh. Die ist bald vergammelt. Dann brauchen wir eine neue. So. Ja,
Dann warten wir mal hier, dass die angespannte... Ja, sehr gut. Eine etwas ungünstige Position, aber immerhin sieht man da mal was anderes beim Geburtstag feiern. So. Na. So. Okay. Und jetzt puste mal fleißig los. Ja. Ja, du wirst erwachsen, meine Liebe. Okay, sie ist ein Renaissance-Sim. Was würde dazu noch passen? Ich meine, für jemand, der viel gerne studiert, wäre Einzelgängerin gar nicht schlecht. Aber sie soll ja mit ihren ganzen Geschwistern zusammenwohnen. Und dann ist Einzelgängerin nicht so gut. Machen wir doch lieb die Natur. Ja. Und bei dem Kuchen brauchen wir keine neuen Kerzen drauf machen. Da müssen wir mal neuen kochen. Jo, mal gucken, wie es bei Jenny aussieht. Es wird besser. Vielleicht wird's morgen was. Weil jetzt hat sie nur noch eine Stunde. Na, das wäre schon fast ein Wunder, wenn sie das noch schaffen würde. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Dann sehen wir morgen, also in der nächsten Folge meine ich, ob Jenny befördert wurde oder nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.